Curry's on the beat, let's go. Ja, moin Leute, Apostol, Talk and Talk, mit einem weiteren Video. Heute werden keine Millionen gezeigt, heute werden Millionen ausgegeben. Und wir haben heute dafür ein Special Guest. Ladies and Gentlemen, ich glaube. Also kauft der oder was? Euch vorstellen. Ferhat Dubai, Bruder. Danke für die Mein Blitz. Name ist Ferhat Dorn. Die meisten kennen mich unter Ferhat Dubai aus TikTok. Ah. Das soll der sein, wo UpRed Dings gezeigt hat, dieses die ganze Cash und so. Ja. Und dann die Autos und das soll alles von ihnen sein. Ja. Aber wir gucken jetzt mal. Ich bin in Dubai und bin Immobilienmakler und heute werden wir uns mit dem lieben Apo ein paar schöne Wohnungen angucken und schauen, wo er seine Millionen ausgeben kann. Let's go! So, ApoRed, willkommen im Atlantis The Royal. Digga, was ist das denn? Holy. Was sagst du? Hase. Hammer oder Hammer? Das ist Real Talk, erster Eindruck. Letztes Jahr war übrigens die Eröffnung. Das ist Ferhat Dings, das ist Werbevideo für Ferhat Dubai. Schlau gemacht, Digga, ehrlich. Von diesem Gebäude. Eingeladen waren spezielle Gäste wie Beyoncé. Für 22 Millionen Euro hat die hier einen Auftritt gehabt. Jay-Z war hier. Shah Rukh Khan wird dein Nachbar. Ach, ehrlich. Digga, ich hab echt. Für 22 Millionen würde ich auch einen Auftritt machen. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie so eine kranke Wohnung gesehen. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist ja alles echt, oder was? Das ist alles echt, ja. Machen wir hier ein paar Details hier. Was ist hier denn los? Ach, die Wohnung ist schön, aber ich habe noch nie so eine krasse Wohnung gesehen. Schön, mal, Bruder. Brutaler Fernseher, 85 Zoll? Hautin 85, ja. Ist das hier mit echtem Feuer so? Feuer, ja. Bisschen Qualm, bisschen Feuer, wenn du mal gemütlich abends hier sitzt. Kannst du ein bisschen dran rumspielen. Oh mein Gott, Digga, voll Schock bekommen. Der dampfte Hase, das ist hier, glaube ich, kommt ja mitten aus der Hölle hier, die Flammen. Genau, besser. Ja? Bevor ich hier was kaputt mache, lass ja, mal lieber. Lass mal lieber aus. Also, das ist die Küche. Ja. Alles schön, hochwertig, Marmor, Granit. Kann man hier ein paar gute Birdies kannst machen, ne? Hier ist dein Abstellraum, dein Mainroom. Kennst du sowas? Habt ihr das in Deutschland auch? Ah, ich weiß nicht. Kennst du die Twitch-Streamer und so? Die streamen meistens in so einen Raum. So. Ja, interessant. Haben dann immer so hier, guck mal, haben dann immer hier so ein paar LED-Streifen geklebt von Amazon für 5 Euro und dann streamen die von so einem Raum. Kann man mal. Warum frontet der jetzt alle Streamer schon wieder, Digga? Wenn man in Deutschland lebt, ja. Aber ich kann echt leben in Dubai, merkt euch das. Okay. Ach, der ist okay, auf jeden Fall, hier haben wir die... Gut, dass wir keine LEDs haben, Digga. Küche, hier haben wir den Living Room. Schön großen Wohnzimmer. Sehr gemütlich, kannst du abends dich hinsetzen. Kann man fein dinieren, ne, mit den Boys. Schön Abendbrot essen, ja. Sehr, sehr schöne Aussicht aufs offene Meer. Aussicht ist der Wahnsinn. Meine Güte. Aussicht. Guckt euch mal das an, Leute. Guckt euch mal allein diesen kleinen Louis Vuitton-Hasen. Das ist ja so eine Official Collaboration hier, ne? Das ist ja unglaublich, Leute. Also wer würde nicht gerne abends hier sitzen? Also sieht auf jeden Fall schön aus, ehrlich. Sehr nice, ja. Aussicht sehr schön. Mit einem Schlückchen Tee. Oder ein Latte Macchiato, ne? Und eine nette Begleitung. Latte Macchiato, der würde, glaube ich, sehr nice kommen. Meine Güte, wow. Und wird das einfach nur genießen. Du musst mir mal die Schlafzimmer zeigen. Komm, wir gehen in die Schlafzimmer. Latte Macchiato. Guck mal jetzt. Hier haben wir das Master Bedroom. Schön groß. Boah, Digga, ist das jetzt hier echter Marmor oder was? Alles echt, ja. Wer hat das designt? Das muss ja ein richtiger Macher. Das ist doch gar nicht das gleiche Zimmer, das ist doch recht. Das ist doch gar nicht das gleiche Zimmer. Wollt ihr mich verarschen? Ach, Digga, ist das jetzt hier? Siehst du das nicht? Echter Marmor oder was? Alles echt, ja. Siehst du das nicht? Hey! Ja, kann auch ein anderes Zimmer sein. Zwei-Zimmer-Wohnung ist das? Ja. Ey, über 19. Ja. Wer hat das designt? Das muss ja ein richtiger Macher, kein Schnagger, ne? Nein, alles aus Italien. Boah, du willst mich doch hochnehmen, ey. Welches Girl hat sich hier reingesneakt? Hier? Was komm mal her. Welcher Hase war hier? Welches Girl hat sich hier schon reingesneakt? Wem gehören die Schuhe hier? Hier hast du einen sehr schönen Spiegel mit Licht, dann an der Seite zwei Waschbecken. Wenn du mal zu zweit bist, hast du nicht das Problem. Ja, man muss echt sagen, der sieht schön aus, ja. Ist entspannt, ist super nice. Wohnung. Mit dem Waschbecken, kannst dich abends und morgens schön fresh machen, wenn es rausgeht und ja. Sehr wichtig. Hier im Spiegel hat man auch gerade gesehen, mein professioneller Kameramann, ich glaube der Goofy sagen, Red nimmt alles mit dem iPhone auf, doch die verstehen nicht. Ich habe hier den besten Kameramann aus ganz Dubai, professionell, spricht mehrere Sprachen, versteht mich voll und ganz, besser als ihn gibt es gar nicht gefühlt. Und die Kamera, Leute, Sony FX3, 35.000 Euronen, Freunde, 35.000. Wow. Laber nicht so teuer. Euron. Wow. Ich hole nur das Beste hier. Maximum, der Red, der allererste, holt nur das Beste vom Besten. What? Könnte man auch zu viert oder zu... Oder push Red auch zu krass, Digga. Der Mann ist wie ein Werbevideo für ihn. Ja, ist echt Werbevideo, perfekt.
5 Duschen. Kann man hier einen kleinen Test machen? Okay. Geil. Boah, hier nochmal so ein kleiner Ankleideraum. Kleiner begehbarer Schrank. Ja. Qualitätscheck. Ich denke aber bei den Klamotten, die du hast, brauchst du auf jeden Fall 2, oder? Da kannst du so einfach das Gästebedroom benutzen. Ja. Das passt, hier passt vielleicht so 5% von meinem Stuff, ne? Was hat man hier? Ist das hier ein WC oder was? Ja, WC. Auch exklusiver Hardware. 5%, Digga, ja. Wir sind Bastard einfach. Also, überleg mal, du stehst jeden Morgen auf mit diesem Blick und hast diesen Blick. Das ist übrigens, Leute, der Blick, den jeden Morgen ein Millionär sieht. Nur ein Millionär kann diesen Blick sehen. Morgens aufstehen und dann ein Multi, Ferrosch. Ein Multi, ganz genau. Bei wie viel kostet die Wohnung? Erklär mal. Leute, diese Wohnung kostet 22 Millionen Dirham. Das sind umgerechnet 5,5 Millionen Euro. Der allerechte. Niemals im Leben würde ich mir diese, Digga, bei aller Liebe, Digga, wenn ich das Geld hätte für 5,5 Millionen Euro, würde ich mir niemals, nee, 5,5 Millionen Dirham oder, nee, Euro, ne, würde ich mir niemals diese Wohnung holen, niemals im Leben, Bro, bei aller Liebe, ist es nicht wert, Digga, das ist Scam, das ist wirklich Scam, 5,5 Digga, habt ihr schon mal gesehen, was man für 5 Millionen holen kann? Echtzeit. Oder in Deutschland alleine, was, für 5, was 5 du für 5 Millionen, Millionen bauen kannst, oder, Echtzeit, ja. Echtzeit, Digga, du, nee. Das Cap, Bro. Der macht es möglich. Also kann es möglich machen. Er musste übrigens einen Kapitalnachweis. Oder 5,5 Millionen. Digga, die Unterkunft, die wir in Thailand hatten, war geisteskrank, Digga. Die war wirklich krass, Alter. Danke, Bro. Danke. Und wisst ihr, wie viel die gekostet hat? Die hat wie viel gekostet? 2 Millionen, ne? 1,8, glaube ich. 1,8 oder so. Digga, die war schon krass, Alter. Mhm. Aber direkt krass. Oder? Überhaupt so eine Wohnung besichtigen? Ja, wir wissen, dass man für Standort zahlt. Ja, hast du dich gefickt, ey? Natürlich. Aber will ich trotzdem nicht, Digga. Besichtigen zu können, muss man als Kunde erstmal einen Kapitalnachweis bringen, um überhaupt in dieses Gebäude reinzukommen. Dann wird ein Security-Check gemacht und dann kriegt man erst die Erlaubnis, als Kunde hier reinzukommen. Und er hat diesen Test. Nein, ist kein Werbevideo. Bestanden. Das schafft nicht jeder. Ah, das, oh, das schafft nicht. Leute, komm mal kurz mit. Ihr werdet so eine besichtigen. Der will damit sagen, Digga, dass Upright liquide ist, Digga. Das geht. Aber Bruder. Besichtigung niemals bei einem von diesen Goofy-Streamern sehen, weil die haben nicht mal die Credibility und die Possibility, überhaupt sowas anzuschauen. Das seht ihr nur beim Main Character. Diese kleinen Goofies, die schauen sich vielleicht irgendwelche Pennerwohnungen in irgendeiner Billo-Insel an. Aber das ist High-Exclusive-Hase. Ganz exklusive Kunden kriegen das nur zu sehen. Und jeder, der das Gebäude kennt, weiß auch, dass es so ist. Schauen wir uns mal das Gästebedroom an, wenn du mal Gäste hast. Das ist das Gästebedroom? Aber das sieht ja Minimum genauso krass aus. Ich denke mal, jetzt will ganz Deutschland dein Gast werden. Das ist das. Was ist denn das denn? Holy moly. Schon Hammer, mit einer schönen Badewanne hier. Boah. Digga, was ist das denn? Guck dir das mal an, Leute. Das ist auch wichtig, ne? Dass man den Main Character auch mal so groß publiziert, sag ich mal. Der Spiegel ist nice, muss man sagen. Nochmal. Das kommt schon sehr gefährlich. Kann man jeden Tag nochmal so einen kleinen Flex machen. Schön. Finde ich super. Stellt euch auf die Storys ein. Ja, ne? Guck mal, kannst hier schön deine Hände waschen auf süß. Da deinen Partner oder deine Partnerin da an der Seite auf süß. Sehr geräumig, sehr riesig. Das ist das Gästewitz. Schnell Hände abtrocknen an Hosen. Ein Partner oder deine Partnerin da an der Seite auf süß. Sehr geräumig. Schnell abtrocknen. Sehr riesig. Das ist das Gästewitz hier. Also Vollbad, ne? Das ist hier Bad. Weil in Dubai hast du so aufgeteilt, dass wirklich jedes Zimmer hat ein eigenes Bad. Ja. Quasi ein Gästewitz. Da hast du wirklich voll die schöne Badewanne. Also richtig nice. Boah, Digga. Sehr schön geräumig. Digga, wie geht das auf, Alter? Nein, gucken wir nicht. Brutal ist drin. Kann man jetzt kurz sneaken, ne? Okay. Ey, ich feiere auch die Farben. Schöne Erdtöne überall, ne? Ich bin da sowieso auf den Erdtonhasen gerade. So schön alles in Brown, Black, Beige. Ja, passt doch mit deinem Oberteil. Das ist alles gerade. Genau. Sehr modern. Ja, super schön. Bruder, das ist Safe-Kooperation. Das kann er nicht ernst meinen, Bro. 100%. Bruder, ja. Ich weiß nicht, wie viel er von diesem Ferrari bekommen hat, aber der hat auf jeden Fall einen Betrag bekommen. Ja, 100%. Digga. 50.000 vielleicht. Man merkt, auf Italienisch angehaucht hier alles. Musst dir mal überlegen, deine Gäste haben einen eigenen Balkon mit dieser View. Heftig. Wer würde jetzt nicht gerne Gast sein? Hm? Schaut euch mal hier, ihr seht man auch, wie gesagt, Atlantis The Royal. Nummer 1 Resi in ganz Dubai. Das war ja so fördert, die haben ja Hotels und das sind ja die Apartments. Die haben Residence also, und Apartments. Also ich habe auch gesehen, so viele Leute in Deutschland, die kennen sich nicht so gut anscheinend damit aus. In Dubai ist es so geregelt, dass fast jedes Gebäude in Dubai, wirklich fast jedes Gebäude, ein Hotel hat, aber oben drüber oder
oder nebenan nochmal Resident-Seiten hat, wo man die Wohnung mieten kann, wo man die Wohnung auch kaufen kann. Und diese Wohnungen nennen sich dann Service-Apartments. Das heißt, du genießt den vollen Luxus vom Hotel, aber es ist deine Wohnung. Das heißt, du kannst jederzeit einen Zimmerservice anrufen, jederzeit deine Wäsche abholen lassen, jederzeit einen Reinigungsservice. Du wohnst ja auch in einem Service-Apartment. Also ich selber wohne auch in einem Service-Apartment. Ich selber wohne im Address Beach Resort, JBR. Mhm. Ich höre auch immer sehr oft von Leuten, ach, du wohnst doch in einem Hotel. Nein, Leute, ich wohne nicht in einem Hotel, ich lebe über einem Hotel. Also ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, Service-Apartments ist das geilste überhaupt. Ihr habt eine Wohnung, aber ihr habt den Vollluxus vom Hotel. Genau. Also das ist das Maximum. Man bezahlt auch Service-Charge. Es ist immer unterschiedlich. Also bei mir im Gebäude zahle ich umgerechnet 15.000 Euro im Jahr, nur für den Service vom Hotel. Denk mal, hier in dem Gebäude wird das sich so auf 20.000 Euro im Jahr nur für den Service belaufen. Aber lohnt sich dann. Aber es lohnt sich. Krass, krass, krass. Haben wir wieder was Neues dazugelernt, Ferner. Danke für die... 20.000 im Jahr, Digga. Das ja, muss das ich echt lohnen. Der Operator 200 Euro Schulden in Deutschland, kann die nicht bezahlen, Digga. Er hat auch schon gesagt, seit 2018 zahlt er keine Steuern mehr in Deutschland, weil er schlau ist. Anlass nicht, Digga. Glorreiche Informationen ja, hier. Weil, ich sehe sehr oft so ein paar Dubai-Auskenner, die einer auf, ich kenne mich in Dubai ja, aus. Die und kleinen so, Sherlock Holmes, so ne? Paar schöne ich war noch nie in Dubai, Digga, aber dieses Jahr geht's wahrscheinlich nach Dubai, Digga. Ne? Also ein bisschen abchecken, was zeige ich. Für dich? Also, ja, ja, ich gehe da safe hin. Ich will gucken, wie das ist, Digga, warum nicht? Videos immer raushauen mit in Dubai das, in Dubai dies, aber Leute, so ist es nicht. Also die Wohnung wirklich super knackig, super lecker. Also fassen wir nochmal. Ja ey, geh Upgrade besuchen. Ich habe nichts mit dir zu tun, du kennst ihn. Ich hab schreib keine ihn mal, schreib, ich hab ihn keine Videos schreib ihn mal. Schreib ihn mal. Ich fühle ihn nicht, ist nicht so mein Vibe. Zusammen, wir haben hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Gäste-WC und das Ganze für 22 Millionen Dirham. Das sind umgerechnet 5,5 Millionen Euro. Ja. Das Ding ist, ich bin ehrlich, man kann sich den Hasen leisten, aber ich bin straight, so man will auch nicht. Doch, man kann sich den Hasen leisten, Digga, das ist auch crazy, nicht ehrlich. Der ist krass. Jetzt, keine Ahnung, Hälfte vom ganzen Vermögen jetzt in eine Wohnung gerade in Weston, ob das jetzt so schlau ist. Kann man die auch optional mieten und wie viel wird es kosten? Du könntest die mieten. Das Ganze würde dich 2,8 Millionen Dirham im Jahr kosten. Das sind umgerechnet 700.000 Euro. Ja. 700.000 Euro Miete im Jahr. Die mich pranken, Alter. 700.000 ist schon stabil, ne? Miete, ne? Gar keinen Sinn, dann kann man die auch direkt... natürlich, also dann lieber natürlich kaufen. Guck mal, man ist hier gespeichert. Lass die andere Wohnung erstmal anschauen. Okay. Weil letztes Jahr hatte ich vom Layout eigentlich eine ähnliche Wohnung, auch in dem Tower, wo ich gerade jetzt bin. Ich speichere alle Preise und dann gucke ich dann lass einfach. Lass dir durch den Kopf gehen, lass Revue passieren. Wen verarschen die zwei eigentlich, yo? Ich feier das auch, dass dein ganzes Video ernst ist, Digga. Das bringt so ein bisschen... Wen verarschen die beiden, Digga? Das ist die Frage. Das bringt echt ein bisschen anderen Drive rein. Wohnung, die andere Wohnung ist in Blue Water Island, dort wo das größte Riesenrad der Welt ist. Und let's go, lass uns dahin. Ja, Mann, größte Riesenrad. Wir kommen in Blue Water Island auf der künstlichen Insel. Ich halte mal meine Augen zu. Wann darf ich gucken? Das ist das Wohnzimmer jetzt. Das sieht schon gut aus. Ich komme verarscht, das ist das Wohnzimmer, Digga. Was zeigst du mir wieder für Wohnzimmer? Was ist für eine Art? Das finde ich jetzt schon cooler als das ja, andere. Ja, finde ich auch. Die Wohnung sieht gut aus. Das ist eine sehr schöne Two-Bedroom-Wohnung, also zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Natürlich jedes Zimmer hat ein Gäste-WC, ein sehr schönes Balkon. Was ist denn das für ein Grund, Leute? Wir haben sehr schön Design. Wow. Der ist krass. Ja, der echte Klavierspieler. Ja, man kennt ihn. Also kurz zu der Aussicht: Hier haben wir das höchste Riesenrad der Welt, direkt neben deinem Balkonfenster. Hinten sieht man noch Atlantis. Man sieht hinten Atlantis tatsächlich auf die Palmen. Digga, die Audios, Müll, Alter. Hätten die fixen müssen. Ja. Insel, eine sehr schön große, geräumige Terrasse. Auch für die Leute in Deutschland, ihr müsst auf jeden Fall mal hier auf Water Island spazieren kommen. Sehr, sehr schön. Okay, kommen wir zu der Wohnung zurück. Geben wir mal die einzelnen Räume durch. Wie gesagt, hier hast du ein sehr schönes, großes Wohnzimmer. Riesenfernseher, schöne Konsole, brutales Sofa, schön Design, alles schön lecker. Ja, ich glaube, die Aussicht ist nachts richtig geil wegen diesem Riesenrad, was leuchtet und so. Das sieht schon bestimmt cool aus nachts, ja. Safe. Ist einer, der selber kocht oder lässt du lieber kochen oder bestellst du lieber was? Ich bin der, kocht besser als alle Damen da drin. Ja? Als alle Damen? Curry, okay. Spaghetti, nice. Burgeries, Pizzis, Diät, was auch alles, was du willst. Hier haben wir das Mass. Burgeries, Pizzis, Diät. War einer von euch schon mal auf dem Riesenrad? Ich war noch nie, Digga. Ich auch noch nie. Würdest du gehen? Ja, kann man eigentlich mal einmal. Ja? Ja, safe. Aber nur mit einer Dame, Digga. Nie ja? Nur Typen nicht? Nein, Digga. Du bist so einer, du würdest mit Typen gehen. Komisch. Ich hab Freunde, mit denen würde ich gehen, ja. Ja, Digga, ich nicht, Digga. Was soll ich mit einem Typen auf Riesenrad? Digga, what the hell? Was machst du mit einer Frau?
Chillen, ein bisschen Händchen halten, so. Boah. Das wäre das Schlimmste, wo du drin schlafen würdest. Digga, das ist ja mal maximal heftiger. Boah, geil. Boah. Oh mein Gott. Sehr schön groß, mit sehr hohen Decken. Ja, so mögen wir es doch, ne? Immer 4 Meter. Hier, hier hast du ein riesengroßes, geiler Schrank. Sieht man auch so nicht oft, ne? Ja, das ist ein teurer Boden. Ich glaube, in Hamburg ist ein Todesfall. Hast hier so deine Ecke, kannst deine Parfüms hier aufreihen. Vielleicht würde ich mir hier sogar noch so einen Spiegel hinhängen. Dieses Zimmer, das ist ja wie ein Maximum 7. Hast du ja, was er gesagt hat? Ja, ja. Naja, was er sagt. Vielleicht würde ich mir hier sogar noch so einen Spiegel hinhängen. Vielleicht wollte ich mir noch einen Spiegel hinhängen. Ach so. Dieses Zimmer, das ist ja wie ein Maximum 7-Sterne-Hotel. Hier kannst du deine Blogs drehen. Guck mal, hier kannst du ja Podcast machen. Ja, Jimmy. Podcast, genau. Ab heute Podcast, das wär's, Freunde, ne? Dann wird die ganze Szene krachen. Ja, TikTok wäre. Boah, was ist das für ein. Sehr schönes Alter. Mit dem eigenen Jacuzzi. Also, das ist stark. Das ist wirklich stark. Das ist krass. Die Wohnung ist nice, Digga. Viel nicer als die andere. Ich bin gespannt auf die. Oder alleine schon wegen Jacuzzi, Digga. Stell dir mal vor, du hast zu Hause einen Jacuzzi. Ja. Oder ein Indoor-Pool, Digga. Das ist schon krass, sowas zu haben. Echtzeit. What's up? Das heftigste Badezimmer, was wir leben gesehen haben. Krass. Hier hast du eine riesengroße Dusche für zwei Personen mit Wasserfall. Ach, das heißt, du könntest einfach zu zweit drin duschen. Ach, gut gefahren. Zwei Leute gleichzeitig. Wollen wir mal austesten? Nein. WC ist so groß. Zwei Leute gleichzeitig, Michi würde mit einem anderen Mann, sagt man auch schon, ne? Oder einen Einbaustein zu machen. Worauf ich mich immer filme, Schiebe, ist durchsichtige, das Glas. So. Ja, rauchglasmäßig, ne? Das heißt, also, stell dir vor, so. Ne? Was? Es gibt doch so ein Glas, Digga, du siehst und dann drückst du einen Knopf und dann sieht man nichts mehr, Digga. Sowas gibt's, ne? Sowas auch heftig, Alter, wenn man so ein Glas hat. Verstehst du was, Freunde? Sauna, nee. Ja. Guck mal, Fred, jetzt zeig ich dir mal was Krasses. Guck mal im Spiegel da. Ich sehe da einfach mal zwei attraktive Männer. Ja, Mann. Ja. Du sind sogar gleich groß. Die Frage ist, wie sieht jetzt das Gästezimmer aus? Weil anderen waren ja beide relativ gleich. Das ja, ist das, das Gästezimmer. Hier merkt man auch, das ist wirklich ein Gästezimmer. Jo. Das ist auch prinzipiell ein stabiles, ordentliches Zimmer. Natürlich, wie sind. Also, ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist es hier mehr wohnlicher wie. Die erste Wohnung. Also, es ist gemütlich halt. Weißt du, was das Gute hier ist? Bei den anderen, weil das ist so eifersüchtig. Gäste haben es genauso geil wie du. Das darf nicht sein. Dein Zimmer muss Main-Character-Zimmer sein und die Gäste sind High-Level da oben. Man hat schon auf jeden Fall dieses Niveau gemerkt, Digga. Ne? Das Niveau drüben war ein bisschen. Gleicher als hier, Digga, hier schon an. Bruder, hier ist schon Klassenunterschied, Digga. Mich würde das nicht jucken. Ja, juckt auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man. Ein Gästezimmer hat, wo die Leute auf entspannt schlafen können und so. Ich meine auch, wenn das meinst, wäre ich ein Gästezimmer auch krass ist. Ja, natürlich, ist auch geil. Geiler, ja, hä? Ja. Jackie, doch eifersüchtig. Er hat Gäste zu Hund gemacht, ja. Weil er ist einfach eifersüchtig, wenn seine Eltern zu ihm kommen und gleich. Gleich zum Abend wie er. Das ist krass. Schönes Vollbad en Suite, das hat man in Deutschland alles gar nicht. Das ist ja für uns in Dubai, ist ja Standard. Das ist so Standard. Ja. Auch für uns in Dubai. Das ist heftig. Die Kosten hierfür wären 16,4 Millionen Dirham. Das sind günstiger als die andere. In Euro wären das 4,1 Millionen Euro. Auch zu teuer, Digga, aber. Bruder, für vier Jungs, ja. Wir müssen mal gucken, Digga, was man in verschiedenen Ländern so für 1 Million Euro für Villa oder Wohnung bekommt, Digga. Du kannst viel. Also, Bruder, Dubai ist schon sehr teuer anscheinend, ja. Das ist ja eine ganz andere Welt, Bro. Lass mal diese Dubai-Geschichten, Digga. Lieber in Deutschland bleiben. Besser. Besser, Digga, ehrlich. Millionen Unterschied. Wenn du meine persönliche Meinung fragst, ne, ist die andere zum Flexen natürlich viel, viel krasser. Statustechnisch. Muss man sagen, Atlantis hat einfach andere Level. Natürlich, so wenn du sagst, so ich wohne nach Atlantis, Teruya. Ich bin so, ehrlich, ne? Richtig, weil bei der hier, so, ich bin ehrlich, du wolltest das habe ich jetzt nicht so gehört. Ja, ja. Ja, klar. Das kennst du einfach. Das ist total so, genau so. Ne? Natürlich. Und ich glaube, alleine deswegen auf dem Wert halt, kann ich mir vorstellen, besser als. Das ist ja auch eine brutale Wohnung, das brauchen wir jetzt an. Schöne Aussicht, etc. Aber Name spielt eine große Rolle. Deswegen auch, ne? Louis? Ne? Er hat die Augen. Ja, ich sag ehrlich, Finanzamt muss upgrade. Ja, gerne, ein bisschen packen, Digga. Der flext in jedem Video mit Geld und das so, Digga. Das kann doch nicht sein, dass du arm bist und keine Schulden hier in Deutschland bezahlen kannst. Deswegen ist die sehen das ja, ne? Du dürft doch nicht vergessen, ja, ja. Die sehen das und die denken sich auch, Alter. Gar nicht sein. So klein gedruckt, diese Louis Vuitton. Deswegen, ich würde einfach sagen, ein bisschen mit der Zeit. Natürlich. Und dann kommen wir auf dich zurück. Natürlich. So, Freunde, ich hatte genug.
Bedenkzeit und ich habe mich für eine Wohnung entschieden. So, jetzt kommen die Lügen. Welche? Das seht ihr denn auf Ferhats TikTok-Account. Der erste Link in der Beschreibung, Ferhat Dubai, checkt es auf... Digga, guck, checkt ihr das, aber diese andere Werbevideo, Digga. Breath ist auf jeden Fall gutes Geld. Also wenn Ferhat 50.000 gezahlt, lohnt sich sogar für ihn. Weil der sieht das brutale Reichweite. Das Video, für welches ich mich entschieden habe. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite her. Danke nochmal, mein Lieber. Bleib so, wie du bist. Danke für deinen Support. Alles Gute. Ja, in Dubai können die ihn halt nichts, ne? Wenn er in Dubai gerade ist. Ferhat TikTok. Aber wenn er in Deutschland ist, Digga, schwer. April 5 Mio Wohnung. Doch, herzlichen Glückwunsch zu der Wohnung, warte mal. Ah, die erste. Okay. Oder ja, irgendwas gedruckt, Digga, irgendein Vertrag, Digga. Das Erstbeste, was sie bei Google gesehen haben, haben die einfach gedruckt, Digga. Ohne Spaß, ja. Leere Blatt sogar, glaub mir, Digga, blanko. Ehrlich, so, Digga, die haben einfach so gemacht, Digga. Ja, die haben sowieso zendiert. Irgendwie sowas, Digga, zack, ausgedruckt, Digga. Fertig. Die lassen die Leute einfach so. Zeig mir, wie Klicks hat sein Video. Drück mal drauf, sein Account. Das ist schon crazy, Bro. 1,3 Millionen Klicks. Boah, heftig. Stark. Wer macht ernsthafte Anfragen? Du checkst nicht. Oder ja, ich glaube. Leute werden 100% ernsthafte Anfragen machen, aufgrund dessen. Kann echt sein, Digga. Weil Ferhat, der hat diese Kontakte, ja, ja. Und du kannst durch ihn einfach an Sachen rankommen. Kann echt sein, Digga. Er braucht halt nur die Reichweite und Digga, die bietet ihn Upright dann und dann. Deswegen, ich sage, wenn Ferhat 50.000 gezahlt hat, Euro, ist er noch gut weggekommen. Weil der erste, der ist. Digga, keiner zahlt bei Upright und Videos mal 50.000 Euro. Das ist das Ding, Digga. Das ist zu viel, Bro. Der hat 1.000 Euro bekommen. Upright ist sowieso gerade Brokey-Mokey, Digga. 1.000 Euro reichen auch. Einer hat vorhin den Chat geschrieben, eine Nacht kostenlos. Ja, so oder sowas, Digga. Irgendwie sowas, Digga. Eine Unterkunft für ein paar Tage. So kann auch sein, Digga, ne? Damit gibt er sich auch zufrieden in seiner aktuellen Lage. Safe.